So, willkommen zum nächsten Vortrag für heute. Ich habe hier bei mir heute die Faye. Faye ist bei uns zuständig fürs Community Management und hat wirklich, seitdem sie da ist, eine ganze Menge Dinge auf die Beine gestellt und wird heute ein bisschen erzählen, was sie gemacht hat, was läuft und was in Zukunft noch geplant ist. Ja, danke, Matthias. Hallo alle. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um allen zu danken. Es war gar nicht so schwer für euch, hier an diese Online-Konferenz anzupassen. Ich bin so froh, dass 240 Leute heute dabei sind. Vielen Dank, dass ihr auf all unseren Kanälen präsent seid. Ich danke auch dem Team. Es war nicht einfach, aber gebt ihnen ein bisschen positives Feedback auf Slack oder im Chat, damit sie sehen, dass sich diese ganze harte Arbeit auch gelohnt hat. Wir reden heute über die Check and Clear Community. Und ich bin eher neu hier. Das ist also meine erste Check and Clear Conference. Es ist schade, dass ich euch gar nicht im echten Leben jetzt kennenlernen konnte dieses Jahr. Ich hatte mich wirklich drauf gefreut. Aber wir werden uns auf jeden Fall sehen, auch im Check and Clear Forum. Weil ich also neu bin, möchte ich mich erstmal kurz vorstellen. Ich bin Faye. Ich bin Community Manager für CheckMK. Das ist eben meine erste Mal hier bei der Konferenz. Ich war früher ein freiwilliger Community Leader von Mozilla, Firefox. Also wer in der Mozilla Community unterwegs ist, hat mich vielleicht schon mal gesehen. Ein Teil von dem, was ich vorher gemacht habe, war auch Events planen, also vor Corona natürlich, denn Events sind gerade nicht so beliebt. Wir versuchen, diese Sachen zu machen, auch in der JetMK-Community. Also ich gehe jetzt mal ein bisschen durch, was wir bisher so gemacht haben, was wir so bisher entdeckt und gelernt haben und was wir auch in Zukunft machen wollen. Die JetMK-Community ist ziemlich faszinierend für mich. Was mich fasziniert hat, ist, dass normalerweise in der Softwareindustrie die User-Communities gibt es oft, aber es ist ziemlich selten, dass ein Produkt der Community kommt durch die Zusammenarbeit. Und das ist genau das, was CheckMK macht. Also es war, als Lars und Matthias sich vor so vielen Jahren kennengelernt haben und das Open Source Monitoring angefangen. Da war es ein Community-Event. Sie fanden Open Source großartig, sie fanden Zusammenarbeit und Entwicklung toll. Und als sie sich getroffen haben, entstand CheckMK. Das ist ziemlich faszinierend, der Aspekt der CheckMK-Community. Es gibt sie auch schon lange. Diese Community ist ja die Grundlage von CheckMK. Unglücklicherweise, nein, glücklicherweise, wachsen wir schnell. Und unglücklicherweise hatten wir nicht die Kapazitäten, um die Community wirklich auszubauen. In den letzten Jahren habt ihr vielleicht gemerkt, dass nicht so viel passiert ist, weil wir uns darauf konzentriert haben, das Produkt für die User zu entwickeln. Wir haben uns darauf konzentriert, das Produkt auch zu erweitern. Und unglücklicherweise hatten wir nicht die Möglichkeiten, auch wirklich gut um die Community zu kümmern. Aber die Zeiten haben sich geändert. Wir sind jetzt an dem Punkt, an dem wir die Möglichkeit haben, uns um die Community zu kümmern und um euch zu kümmern. Und hier sind wir jetzt. Wir haben ein paar Pläne. Und wir möchten versuchen, wie wir die Community reaktivieren können. Das haben wir letztes Jahr probiert. Das ist das, was wir 8 Monate lang probiert haben. Also zum Ersten wollen wir die Community reaktivieren und haben dazu CheckMK auf GitHub veröffentlicht. Also endlich ist der Source Code auf GitHub und darüber hinaus haben wir auch Service CI eingerichtet, damit man direktes Feedback für Schnelltests bekommen kann. Wenn man einen PR einschickt, dann kriegt man direkt ein Feedback. Es wird nicht mehr dieser lange, anstrengende Teil sein, an dem man lange warten muss auf Feedback, für das man eingeschickt hat. Und wir haben auch eben die Contributing Guidelines eingerichtet, also die Richtlinie dafür, wenn man was einreichen will. Also wie macht man das? Das gibt uns sowohl Guidelines für die Community-Mitglieder,
als auch für die GitHub-Mitglieder dann Open Source machen kann. Das sind unsere Möglichkeiten, wie wir transparenter arbeiten möchten in der Community mit dem Checker-Produkt auf GitHub. Wie läuft es bisher? Wir hatten bisher 98 Forks und 180 Stars. Und das sind die von nicht Tribe29-Leute. Also Leute forken unser Produkt, das heißt, sie arbeiten dran, vielleicht ein kleiner Bugfix oder eine große Idee für ein Projekt. Und die Leute vergeben Sterne, das heißt, dass sie es bookmarken und der Meinung sind, dass es gut ist. Und bitte gibt uns einen Stern auf GitHub für unser Projekt, das wäre nicht gut für unsere Zahlen. Das Zweite in unserer Community, was wir versucht haben, ist, viele Leute hier in der Konferenz kennen das vielleicht, also haben wir das Forum reaktiviert. Wir haben eine Mailinglist, Check&K Forum, das läuft auf Discourse und ist eine Open-Source-Diskussionsplattform. Und damit können wir wahrscheinlich unsere Kommunikation verbessern. Und das ist ein wichtiger, großer Schritt, den es brauchte, um zu wachsen und unser Erfolg zu skalieren und weitere Mitglieder auch für unsere Community zu gewinnen. Mit dem Forum schicken wir nicht einfach nur Nachrichten hin und her oder große Gesprächsrunden. Es gibt auch Möglichkeiten, den Mitgliedern der Community zu danken und natürlich einfach so in Aktion zu treten, auch zu interagieren. Und wenn wir schon beim Forum sind, habt ihr euch denn alle angemeldet? Bitte kommt in die Chatbox, sagt uns euren Usernamen, dann können wir euch dort wiederfinden im Forum. Und wenn ihr noch nicht angemeldet seid, könnt ihr das gerne machen. forum.checkmk.com. Wenn ihr eben schon dabei seid, dann haben wir uns hoffentlich dort schon gesehen. Und ich bin sehr dankbar für alle, die dort im Forum seid. Ihr seid die Besten. Also machen wir weiter. Wie läuft es mit dem Checkmk-Forum? In den 5 Monaten, seit es existiert, haben wir über 900 angemeldete Teilnehmer, fast 2000 Topics, die wir haben, fast 6000 Posts und 15 bis 29 täglich aktive User. Was ich wirklich großartig finde, ist, wie viele Leute in dem Forum sind. Und mir ist aufgefallen, dass sogar heute während der Konferenz Leute, die hier an der Konferenz teilnehmen, sind immer noch im Forum unterwegs und helfen da anderen Leuten. Also das finde ich großartig. Das nächste ist die Check&K Exchange. Die Check&K Exchange, die wurde großflächig renoviert. Man kann jetzt leichter nach Plugins suchen. Man kann auch leichter Plugins einschicken. Und man kann so leichter entdecken, was andere erschaffen haben. Also mit dem Design wollen wir die Förderung von Check-Plugins fördern. Man kann die Packages dort hochladen. Dort können wir sie präsentieren. Also wir danken auch hier den Community-Mitgliedern, dass sie weitere Merkmale von Check&K hier entwickeln und anbieten. Also was ist das Feedback, was wir bisher hatten? Wir denken, es war eine gute Entscheidung. Und jetzt war natürlich überlegen, was machen wir als nächstes? Also Teil 2 waren die Events. Letztes Jahr hatten wir das erste Check&K Meetup und wir haben auch teilgenommen an Konferenzen und wir suchen auch Community- und Industriekonferenzen, die eben relevant sein könnten für unsere Community. Also haben wir euch vielleicht bei FOSDEM gesehen zum Beispiel, das war wirklich cool. Wir hatten da gutes Feedback und wir denken, dass das die Leute sind, die wir suchen. Da waren unsere Leute bei Events eben wie FOSDEM. Nach diesen Experimenten, die wir hatten, die wir letztes Jahr begonnen haben, haben wir überlegt, was kommt als nächstes? Und wir dachten, wenn wir voranschreiten wollen, müssen wir ein Fundament schaffen für unsere Community, um weiter uns verbreiten zu können. Also wie können wir diese Grundlage schaffen, haben wir uns überlegt. Wie kann man sie skalierbar machen, damit mehr Menschen teilnehmen können? Sie sollen nicht rekrutiert werden. Wir wollen sie auch unterstützen. Sie sollen auch ein großes Interesse daran haben, zu Check&K was beizutragen.
Das haben wir geschafft, indem wir erstmal einen tiefen Blick in uns geworfen haben und kamen darauf. Ein wichtiger Punkt war, darüber nachzudenken, wie wir mit der Community umgehen wollen. Also, wie offen wollen wir mit unserer Community umgehen? Und da waren einige Gedanken, die uns in den Sinn kamen, die uns unserer Meinung nach helfen würden. Eins war das Teilen und Diskutieren der Product Roadmap mit einem größeren Publikum. Das machen wir ja eigentlich immer am Ende der Konferenz. Wir zeigen allen die Product Roadmap, aber wir müssen eine Möglichkeit finden, wie wir das breitflächiger machen können. Auch eine Diskussion darüber anregen. Nicht nur für die kleine Gruppe, die wirklich Zugang hat zu dieser Information, sondern eben weitergefasst. In diesem Fall werden wir das weitermachen. Wir werden weiter verbessern, was wir gemacht haben, und es wird weitere Konferenzen geben. Also es wird weiterhin auch eine Konferenz stattfinden, aber man könnte auch der Community ein Tool anbieten, wie man zu dem Projekt beitragen kann. Das ist ein großer Punkt, den wir in der Community durchsprechen wollen dieses Jahr. Das ist eine große Diskussion, die noch stattfinden muss. Etwas anderes, das uns mehr Offenheit bringen könnte für 29, wäre die Produktprogression und dann auch die Diskussion darüber. Also zum Beispiel Works. Also es geht nicht darum, einfach nur unsere Updates rauszuschicken und dann gibt es so eine For Your Information E-Mail, sondern man sollte auch diskutieren können. Und dachten wir, dass wir Product Updates auch im Forum machen können, damit Leute darüber diskutieren können. Wir können die Product Updates eben ja besprechen, diskutieren. Also nicht einfach nur euch sagen, hier ist was, sondern mehr Austausch schaffen. Wie wollen wir die Community-Strategie umsetzen? Als wir darüber nachgedacht haben, wie wir die Community-Strategie dieses Jahr machen wollten, haben wir uns überlegt, welche Leute haben mit CheckMK zu tun? Wer ist in der CheckMK-Community? Was sind unsere Contributors? Also wer trägt bei? Und wenn ihr so die Contributor-Typen seid, schreibt das bitte in die Chatbox. Wir wollen gerne wissen, wer ihr seid. Also zum einen haben wir die Community Support Contributors. Das sind die Leute, die wirklich Ahnung haben von CheckMK, die CheckMK-Rockstars, die unheimlich gerne anderen helfen. Sie sind motiviert, sie wollen Anfängern helfen. Sie wollen dabei helfen, wie CheckMK eingerichtet wird. Sie wollen vor den möglichen Problemen warnen. Und nicht einfach nur Antworten geben und dann ist es Schluss, sondern sie wollen wirklich die Probleme erfassen und helfen, Lösungen zu finden. Die machen eben viel vorher in der Mailingliste, jetzt im Forum. Das sind unsere aktivsten Beitragleister. Und wenn ihr euch als Community Support Contributor seht, dann sagt uns Bescheid in der Checkbox. Ihr seid Rockstars und wir lieben euch. Also extra für euch haben wir Pläne. Ein Plan wäre, wirklich besseren Support zu liefern und die Leute besser anzuerkennen. Denn ihr habt so viel beigetragen und wir müssen Wege finden, wie wir euch dafür danken können. Wie wir euch zeigen können, dass ihr wirklich wertvoll seid für uns. Das ist etwas, was wir weiter verbessern wollen, was wir lernen wollen. Aber es ist großartig, dass es im Forum Möglichkeiten gibt, im Forum eben Badges zu verteilen zum Beispiel. Man kann es an Statistiken sehen, wer wie viel beigetragen hat, wie viel Lob verteilt wurde. Das wird also immer besser. Das System besteht jetzt im Forum und wir wollen weiter lernen, wie wir euch zeigen können, dass ihr uns viel bedeutet. Wenn ihr Möglichkeiten seht, bitte sagt uns Bescheid, auch in der Chatbox. Und wir haben ein anderes Programm und das ist noch in der frühen Phase, das Knowledge Base Project. Wir denken, dass wir jetzt die Kapazitäten haben, das anzugehen. Und wir denken, dass dies ein Potenzial hat für Menschen, die wirklich im Support sind. Also es wird noch ausgewertet und wir lassen euch wissen, wenn es da was Neues gibt. Und wir können das zum Beispiel im Fireside-Chat darüber unterhalten.
Dann gibt es noch die Non-Code-Contributors, also diejenigen, die wollen, dass Check-MK ein großartiges Produkt wird, die dabei helfen, Bugs zu reporten, die Feedback geben, die dafür sorgen, dass Check-MK auch in der eigenen Sprache verfügbar ist. Für diese Leute, wenn ihr die hier seid, die Contributors, dann seht ihr, was wir hoffen, in diese Richtung zu machen. Wir wollen Check-MK in eurer Sprache verfügbar machen. Da gibt es ein Tool, das gerade ausgearbeitet wird. Wir haben auch einen Workflow dafür, der in Planung ist. Und ihr werdet über das Forum und auf alle anderen Wegen werdet ihr erfahren, wenn wir da was Neues haben. Also wenn ihr euch dort seht in dieser Rolle, auch sagt uns Bescheid im Chat, wer ihr seid. Wir würden uns freuen, euch kennenzulernen. Denn auch die Non-Code-Träge sind wichtig. Wir wollen das Potenzial darin sehen. Wir wollen auch sehen, was man da erreichen kann. Und es ist auch etwas, was ihr wollt. Das wissen wir. Die Dokumentation ist auch hilfreich. Und ich denke, das ist etwas, was ich habe da Diskussionen gesehen heute. Also, interessant für einige hier auf der Konferenz. Wir planen dies bis zum Ende des Jahres mit der neuen Website auch. Also es gibt auch eine neue Website. Und auch das Handbuch wird dadurch beeinflusst werden. Und ein Teil unseres Plans ist, das Open Source anzubieten, sodass Leute dazu beitragen können mit Artikeln, mit Feedback, sodass wir wirklich ein großartiges Handbuch für alle schaffen können. Dann natürlich noch die Code-Contributors, also die Leute, die Code beitragen. Und die meisten von euch haben Ahnung von Code. Ihr baut großartige Produkte, auch für Check-MK. Ihr habt dafür gedacht, dass Check-MK ein großartiges Produkt geworden ist. Ihr schickt uns die Anfragen, was ihr braucht. Und das sind unsere Pläne für euch. Zum einen eben die Check-MK Exchange. Die Webseite wurde neu designt. Jetzt verbessern wir den Review-Prozess. Wir haben GitHub-Beiträge, wir haben die Grundlage dafür gelegt und wir arbeiten weiterhin daran, unsere Zusammenarbeit mit Contributors zu verbessern. Wie können wir weiter verfahren? Was kommt als nächstes? Und wir möchten euch auch motivieren, eure eigenen Beiträge einzureichen. Das andere sind die Development Guides. Also mit der Check API, die gerade kommt, ist das etwas, was wir wirklich gerne probieren würden. Das ist noch in der frühen Planungsphase. Wir hätten gerne eure Meinung dazu, vielleicht auch im Fireside-Chat. Und wir werden uns überlegen, ja, wie kann das dann aussehen? Und natürlich haben wir die Advocates, also die Leute, die sich für uns einsetzen. Die Leute, die einfach anderen erzählen, wie großartig Check-MK ist. Zum Beispiel, indem sie Bewertungen schreiben oder es einfach mal einem Freund empfehlen. Oder die auch sonstigen Content schreiben oder ein Video machen oder einen Blog. Das sind unsere Advocates. Sie sagen der Welt, wie großartig Check-MK als Produkt ist. Wenn ihr dazu gehört, dann planen wir auch etwas für euch. Eine sind Check-MK User Groups. Das gab es vorher schon, aber jetzt im Moment können wir das natürlich physisch nicht durchziehen. Also irgendwann dieses Jahr vielleicht noch. Die Idee ist natürlich, dass wir lokale Gruppen von Check-MK Communities gründen. Und im Forum können wir das, glaube ich, gut planen. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa und auch anderen Teilen der Welt. Wir haben ja User überall auf der Welt. Das nächste ist, wie unterstützen wir die Community Advocates? Also wir haben von Leuten gesehen, dass sie Inhalte über Check-MK schreiben. Andere melden sich bei uns und sagen, hey, ich würde gerne einen Blog schreiben über Check-MK, könnt ihr mir ein bisschen helfen dabei? Wir wollen sicher gehen, dass wir dann das Material liefern können, das ihr braucht, sodass wir wirklich guten technischen Content für euch bringen können. Ja, das sind unsere Pläne für dieses Jahr. Das nächste wäre dann, dass wir unseren Fireside-Chat haben heute Abend. Dann können wir wirklich uns da mal reinarbeiten in diese Ideen. Und wir wollen dafür sorgen, dass euer Contributor
eure Computer-Erfahrung wirklich immer besser wird. Und wir wollen natürlich auch Forum dieses Thema. Also besucht bitte die Seite. Diese Seite ist wirklich ein reines Konferenzforum. Wir können dort aktiv diskutieren noch. Wer vielleicht nachher nicht zum Fireside-Chat kommen kann, kann gerne dorthin kommen. Sagt uns bitte Bescheid, was ihr denkt. Wir würden uns sehr freuen. Und das ist schon alles. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Faye, für die Erklärungen. Ich bin wirklich froh, was hier passiert. Ich finde es großartig, was du in so kurzer Zeit aufgebaut hast. Und das ist absolut der richtige Weg und die richtige Richtung. Wir schauen mal, ob Fragen gekommen sind zu dem Thema. Lance Tost fragt in den USA, ich habe Jason Gate Support Reseller und manchmal hat die Frage nach neuen Tricks und ich nehme viel an Diskussionen auf dem Forum teil kann da jeder Teilnehmer an den Forum oder kann da jeder teilnehmen? Nein, jeder kann teilnehmen, auch Feedback schreiben und wir werden über alles reden. Das war es auch schon für Fragen im Moment, aber natürlich haben wir ja noch den Fireside-Chat. Also Fai, ich danke dir vielmals, dass du heute hier warst für deine Arbeit. Ich freue mich auf die Zukunft auch mit dir. Schön. Und wir sehen uns in einigen Minuten um 16.30 Uhr. Dann kommt das nächste Gespräch. Da rede ich über die neuen Pläne für das User Experience. Dankeschön, bis dann.